Ein schönes, ressourcenschonendes und einfaches Linux? Das hat sich EnsoOS auf die Fahne geschrieben. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Euch ein herzliches Willkommen. Ja, das ist einmal der Anmeldebildschirm von EnsoOS. Ich selber habe zuvor noch nie so einen Anmeldebildschirm gesehen und ich finde, der sieht doch schon mal ganz gut aus. Eine Sache zuvor möchte ich aber sagen, EnsoOS befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, wir müssen es heute ein bisschen milder betrachten. Und es könnte sein, dass vielleicht theoretisch noch ein paar Bugs und so weiter enthalten sind und das System noch nicht ganz so ausgefeilt ist. Auch in der deutschen Sprache finden wir manchmal ein paar Lücken. Das werden wir aber alles sehen. Und wie gesagt, ist es noch eine frühe Alpha. Ich möchte aber einfach mal darauf aufmerksam machen und ich möchte euch einfach mal dieses Konzept zeigen. Und ich finde EnsoOS tatsächlich wirklich sehr spannend und hat das Zeug aus meiner Sicht zu einer guten Distribution zu werden. Schauen wir einfach mal. Also, hier ist unser Anmeldebildschirm. Wir können hier einmal unser System herunterfahren. Wir sehen, hier ist tatsächlich noch alles auf Englisch. Shutdown, Restart, Suspend. Ist klar. Hier können wir das Ganze nochmal einstellen, was für Sitzungen wir hier haben wollen. Ihr seht, als Desktop ist XFCE dabei. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Xubuntu-Sitzung und wir können noch verschiedene andere Nutzer anmelden. Wenn wir auf dieses Symbol klicken, dauert das einen Moment. Ihr seht, das ist noch nicht ganz genau. Jetzt sind wir auf den ganz rechten Benutzer gegangen. Da kann man seinen Benutzernamen eingeben und danach sein Passwort. In der Mitte, ich hoffe, das öffnet sich. Ihr seht, das ist noch ein bisschen fehleranfällig. Hier können wir uns als Gast anmelden oder wir können natürlich uns als unsere Benutzer anmelden, den wir bei der Installation eingestellt haben. Könnte sein, dass das hier einfach wegen der virtuellen Maschine nicht ganz rund läuft. Würde ich jetzt mal nicht zu stark bewerten, dass das hier noch nicht ganz so rund läuft. Ich gebe mal ein Passwort ein. Wir melden uns einfach mal an. Wir sehen, das Hintergrundbild sieht eigentlich auch schon ganz schön aus. Und hier haben wir unser System. Sieht tatsächlich erstmal auf den ersten Blick wirklich schnieke aus und sieht echt, ich sag mal, wirklich ansprechend aus meiner Sicht. Und wir sollten immer noch im Hinterkopf behalten, dass das ja alles ein XFCE-Desktop ist. Am Anfang will ich euch aber die Mission von EnsoOS vorstellen und das ist die Seite von EnsoOS. We believe in greener, simpler computing. Also die wollen noch so eine kleine grüne Komponente mit reinbringen. Dann kann man es hier natürlich downloaden und deren Hauptmerkmale sind ganz einfach Simplizität, Privatsphäre und Green. Also ganz einfach, dass alles relativ ressourcenschonend abläuft und dass man das Ganze auch auf relativ alten Maschinen gut zum Laufen bekommen kann, sodass man vielleicht keinen neuen Computer kaufen muss, obwohl der andere vielleicht noch gut ist, vielleicht aber nicht mehr mit Windows 10 läuft. Und das hat sich EnsoOS auf die Fahne geschrieben. Das System soll trotzdem noch schön sein, benutzbar sein, aber auch gut für alte Rechner verwendbar sein. Das ist deren Motto sozusagen. Nehmen wir hier noch ein paar Komponenten. Die werden wir natürlich nochmal gleich alle ein bisschen genauer hier betrachten. Natürlich live. Und dann sehen wir hier auch schon gleich ein kleines Wiki, wie man das Ganze downloadet, installiert und zum Beispiel auch lernt, wie man das Ganze benutzt. Man hat hier tatsächlich selber ein kleines Wiki gebaut, was ich persönlich super finde, wo das Software Center, PPAs und alles Mögliche erklärt ist, wie das Ganze funktioniert. Ganz ehrlich, ich persönlich weiß nicht, ob das ausreicht. Mir persönlich erscheint es erstmal ein bisschen wenig, aber sagen wir mal so, andere Distributionen wissen nicht mal, was ein Wiki ist, so nach dem Motto. Da gibt es einfach gar nichts. EnsoOS ist wie gesagt sehr, sehr jung, aber ich glaube, in den nächsten Jahren haben sie wirklich das Zeug, tatsächlich etwas an dem Linux-Markt zu verändern. Ich würde sagen, wir schauen das System jetzt mal live an. Rechts unsere Icons sehen diesmal ein bisschen anders aus, also ist so ein bisschen an macOS angelehnt. Und wenn wir jetzt irgendwie unsere Maustaste betätigen, seht ihr, dass der Mauszeiger schwarz wird. Ne? Jetzt ist er schwarz, wenn ich wieder loslasse, wird er wieder weiß. Und ich kann das Ganze dann auch nochmal schließen. Ihr seht aber tatsächlich, dass es hier manchmal auch noch Ungereimtheiten zwischen den Mauszeigern gibt. Das sind halt noch Sachen, die noch gefixt werden müssen.
Wie gesagt, das ist tatsächlich noch eine Beta und es ist die Version 0.2.1. Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was geschehen. So, und jetzt haben wir hier einmal unseren Desktop. Das Ganze ist XFCE. Würde man vielleicht gar nicht am Anfang so denken. Wir haben sogar Effekte, die kann man wahrscheinlich auch ausschalten. Wir haben hier unser Applications-Menü, was anders ist. Ich selber kann nicht erkennen, was das für eins ist. Ich denke, das ist sogar selber programmiert. Wir haben hier einmal unsere verschiedenen Kategorien. Büro, Einstellungen, Grafik, Programmierung, Wissenschaft, Internet, Systemwerkzeuge. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Schrift noch nicht ganz übereinstimmt und auch die Position der Icons ist manchmal ein bisschen verschoben. Das muss man vielleicht nochmal checken und ihr seht, an manchen Stellen muss man wirklich noch was machen. Zum Beispiel aus meiner Sicht sollte man wirklich ein übersichtliches Menü hinbekommen und da darf aus meiner Sicht bei dem Endnutzer nichts angezeigt werden, wie Massenumbenennen, Deconf Editor, oder Image Magic Display Q16, Image Magic Display Q16 zweimal sogar und andere verschiedene Sachen, wo man sich denkt, okay Leute, das hättet ihr vielleicht anders lösen können. Ein paar Apps habe ich tatsächlich dazu installiert, Assault Cube, WebStorm habe ich dazu installiert und noch irgendwie ein bisschen was, also nicht viel, aber ja, manchmal denkt man sich, okay, das sollte vielleicht nicht dabei sein. Zum Beispiel Einstellung für Orange. Orange ist der Kalender oder die Einstellungsbearbeitung. Aus meiner Sicht sollte das nicht im Menü auffindbar sein. Da sollte man vielleicht nochmal in der Zukunft etwas ändern. Aber ansonsten muss ich sagen, das Menü ist sehr übersichtlich. Ich finde, es ist sehr modern. Wenn man zwischen verschiedenen Seiten scrollen will, kann man hier entweder auf die Kreise klicken oder einfach mit dem Mausrad hier bewegen. Hier hat man dann zum Beispiel auch nochmal Learn and so, kommt man dann wahrscheinlich auf die Seite, was hier aber momentan noch ins Leere führt. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es dieses Learn and so OS ja. Sollte man vielleicht auch nochmal checken. Wie gesagt, ist eine Beta. Ich selber würde es noch nicht als Hauptsystem nutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten haben wir hier gar nicht mehr zum Anwendungsmenü zu sagen. Wir können hier nochmal nach irgendwas suchen und dann, ja, sehen wir hier die ganzen Sachen. Feineinstellung der Fensterverwaltung. Ich weiß nicht, ob das drin sein sollte. Aus meiner Sicht sollte man tatsächlich nicht nur bei diesem Linux hier wirklich die Menüs durchgehen und sich fragen, was soll der Benutzer gleich am Anfang sehen und was soll er eher vielleicht ein bisschen versteckter sehen. Bei dem Gconf Editor, okay, für den eingefleischten Linux-Nutzer ist es ein Muss, aber für einer, der von Windows kommt, der denkt sich, ja gut, was ist das? Oder Gigolo sagt mir persönlich jetzt zum Beispiel auch gar nichts. Genau, das wäre es dann erstmal zum Applications-Menü. Ich finde, die Animation sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. Hier haben wir unseren Kalender. Na, sieht auch ganz ordentlich aus. Ist wie gesagt der Standard XFCE-Kalender, aber reicht eigentlich in den meisten Fällen. Man kann hier zwischen dem Jahr und dem Monat hinwechseln und natürlich auch verschiedene andere Tage auswählen. Finde ich persönlich ganz zutreffend. Unsere Netzwerkverwaltung, gut, da erkennt man tatsächlich XFCE darunter. Dann haben wir hier unsere Zwischenablage. Und dann haben wir hier nochmal unsere Energieverwaltung. Dann können wir hier in den Präsentationsmodus switchen. Oder wir lassen es. Dann kommen wir hier in die Energieverwaltungseinstellungen. Und dann haben wir hier am Schluss unseren Benutzer, wo wir uns abmelden können, herunterfahren. Und den anderen Spaß natürlich. Dann kommen wir auch zu einem eigenen Feature von EnsoOS. Und das ist die Arbeitsflächenverwaltung. Wenn wir hier unten auf dieses Icon drücken, kommen wir hier in eine schöne Arbeitsflächenverwaltung. Wir können hier zwischen den Arbeitsflächen hin und her switchen. Ob man neue erstellen kann, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. 4 reichen aber erstmal, muss man sagen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Firefox öffne, dann sehe ich hier natürlich auch als Icon den Firefox eingeblendet. Wenn ich noch zum Beispiel unseren Dateimanager hier einblende und das Ganze hier öffne, sehen wir hier natürlich auch noch gleich die anderen Fenster und man könnte die tatsächlich rüberziehen. Das ist wirklich ein cooles Feature. Normale XFCE-Nutzer würden davon wahrscheinlich träumen. Also eigentlich muss ich sagen, diese Arbeitsflächenverwaltung ist wirklich schick geworden und kann sich wirklich sehen lassen und ich glaube, ja, kann mit den meisten Arbeitsflächenverwaltungen wirklich mithalten. Was braucht man mehr? Dann kann man es zum Beispiel auch noch schließen, wenn man hier auf den Haken drückt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Icon ist. Wenn ich auf den Haken drücke, dann schließt sich das Ganze. Sollte vielleicht ein X besser eingezeichnet sein. Aber ansonsten, ja, gut. Ne? Wird wahrscheinlich auch noch behoben. Dann haben wir hier noch unsere Standard-Apps hier, die hier in dem Dock hier sind.
zum Beispiel einmal die Tuner-Dateiverwaltung, die ich persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Allerdings zum Beispiel verschiedene Modi werden nicht unterstützt, wie zum Beispiel der Zwei-Listen-Modus. F3 funktioniert hier nicht zum Beispiel, aber ja, ist eben XFCE, ist Tuner, dafür ist er sehr ressourcenschonend und ganz ehrlich, was hält uns davon ab, einen zweiten Dateimanager zu öffnen? Allerdings kann man das im Dock nicht machen. Wenn wir Rechtsklick darauf klicken, können wir entweder im Dock behalten, ja, wegwählen oder das Ganze schließen. Und wir können es hier minimieren mit einem Klick drauf. Wir können kein neues Fenster erstellen. Dazu müssen wir wahrscheinlich in die Applications und dann einmal Dateiverwaltung eingeben. Und hier kommt natürlich auch noch was Schönes, was natürlich auch nicht sein darf. Aber kenne ich auch noch von anderen XFCE-Distributionen oder die XFCE mit anbieten. Sollte man aus meiner Sicht vielleicht wirklich unbedingt checken, dass das nicht passiert. So. Und dann kann man hier auch nochmal selber die ganzen Dateien hin und her schieben. Das ist kein Problem. Allerdings, was mich auch persönlich stört, ist, dass wir einmal hier unsere Fenster rechts oder links oder oben oder unten nicht einrasten lassen können. Also wir können entweder maximieren, wir können das Ganze wieder auf die Standardgröße zurückbringen, minimieren und schließen. Natürlich können wir die Fenstergröße auch manuell wählen. Aber so ein Zwei-Listen-Modus oder sowas, den gibt es noch nicht. Den würde ich mir persönlich für die Zukunft noch wünschen. Ja, Firefox ist klar. Die Einstellungen sind die ganz normalen XFCE-Einstellungen. Die würde ich tatsächlich vielleicht auch nochmal ein bisschen durchgehen, dass es tatsächlich für den Endnutzer einfacher ist, sich darin zurechtzufinden und die richtige Einstellung zu finden. Die Suche finde ich da wirklich passend dabei. Ne? So, dann haben wir das. Dann haben wir noch den Ubuntu Software Center oder GNOME Software heißt es ja. Und ich habe mich jetzt mal vorher mit GNOME Software ein bisschen mehr beschäftigt und muss sagen, der gefällt mir tatsächlich wirklich sehr gut. Da kann sich Mint Software noch tatsächlich große Scheiben abschneiden. Zum Beispiel die Kategorien sind wirklich 1A. Ja, die Beschreibungen sind auch klasse, muss man sagen. Ne? Und dann hat man hier noch verschiedene Empfehlungen und Audioanwendungen. Erkennt man ja dann auch von anderen Software-Managern. Ne? Aber ja, reicht eigentlich wirklich und ist wirklich relativ einfach zu bedienen. Man kann nicht viel dagegen sagen. Dann können wir das Ganze auch schon schließen, wenn wir wollen. Dann haben wir noch unsere Aktualisierungsverwaltung. Na gut, ist die ganz normale, wie man sie auch von Ubuntu kennt. Ubuntu liegt natürlich unter dem System hier, ist natürlich nur schwer zu erkennen, aber ja, es macht das System ja nicht unbedingt schlechter. Dann können wir im Dock natürlich auch noch verschiedene Sachen übernehmen. Wir können zum Beispiel verschiedene Icons hin und her schieben. Ihr seht, das geht ohne Probleme. Also ja, kann man sich nicht beschweren. Und wenn man jetzt eine andere Anwendung öffnet, zum Beispiel einfach mal Sudoku, weil ich ein bewährter Sudoku-Spieler bin, kann ich hier Rechtsklick darauf auswählen und sagen, im Dock behalten. Wenn ich das natürlich dann schließe, dann bleibt es im Dock. Ich kann es natürlich rumschieben, ne? Ist natürlich kein Problem. Und kann es ja natürlich wieder abwählen oder hier natürlich auch öffnen. Funktioniert wirklich großartig. Ich finde die Funktion des Docks wirklich ausreichend und scheint wirklich ressourcenschonend zu sein. Und das wäre es dann auch erstmal schon fast zum Funktionsumfang von EnsoOS. Ne? Ansonsten ist es ein stinknormales Linux, aber tatsächlich wirklich mit guten Ansätzen, die, wenn das ganze System noch ein bisschen weiter ausgefeilt wird und hier und da ein paar andere Features hinzugefügt werden, muss nicht viel sein. Wie gesagt, diese paar Fehler, die ich jetzt vielleicht noch im Laufe des Videos erwähnt habe, die vielleicht noch fixen und ja, einfach noch ein bisschen rumfeilen, finde ich persönlich, dass daraus echt ein gutes Linux werden kann, was tatsächlich anderen großen Distributionen Konkurrenz machen könnte. Weil für den einfachen Nutzer ist eigentlich schon fast alles dabei. Natürlich, wie gesagt, ein paar Sachen müssen noch erledigt werden. Und wenn dann die Version 1.0 irgendwann draußen sein sollte, dann werde ich die einfach mal versuchen, auf leistungsschwächeren Rechnern zu installieren. Einfach mal schauen, ja, wie gut das dann trotzdem noch darauf läuft und mal schauen, am Schluss, ob EnsoOS dann wirklich sein Ziel erreicht hat oder ja, halt nicht. Mal schauen. Also schaut euch das Linux gerne mal an. Ist wirklich ein Blick wert. Macht tatsächlich Spaß zu nutzen. Ich habe jetzt einfach mal eine Stunde das System so genutzt, weil es mir einfach ja, Spaß gemacht hat. Und das ist ja eigentlich auch schon mal ein großes Privileg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch einen schönen Tag
Macht's gut und ciao.